Hallo, ich bin gerade in Eile. Denn das passiert. Jo. An der Stelle ein dickes Dankeschön an Voodoo, der das möglich gemacht hat. Denn irgendwie sind die Pfade beim Update in die New Dark Engine anders berechnet worden. Keine Ahnung, ich verstehe davon gar nichts. Ich bin ein Mensch, der Hardware braucht, mit Software habe ich nichts am Hut. Und wir haben es jetzt geschafft, aus dem Passagierbereich in den Crewbereich zu kommen. Wo wir auch hin mussten, um auf Deck B zu kommen. Um dann da die Scanner umzuschalten. Will ich gerade nicht, Dankeschön. Und das sieht ziemlich labyrinthähnlich aus. Hier wäre, glaube ich, die andere Tür. Ein wäre zumindest logisch. Und da ist ein Kampfroboter. Wie ein Hyper. Gut. Dann ist da irgendwas von Interesse, was der bewacht. Sieht nicht sonderlich danach aus. Okay. Gut. Deck B ist über uns, also gehen wir erstmal runter. Wie man das in dem vernünftigen Videospiel tun sollte. Hi. Tod von oben. Das Achievement fehlt irgendwie. So, hier käme ich wieder hoch. Ich will aber gar nicht hoch. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Fallen jetzt unbestätigt so. Mod-Software, schön. Also ein Ausrüstungsbereich mit... Oh, kann man mitnehmen und... Ich glaube, die Sachen lasse ich einfach mal hier. Wer weiß, ob man die noch braucht. Und ich weiß ja dann, wo ich sie finde. Aber das hier ist schön. Viele... Bretter... Das ist gar nicht PCB, weil, glaube ich, der Fachausdruck, oder? Ach, keine Ahnung. Oh, kann ich direkt anziehen. Wunderbar. Habe ich zwar keine Rüstung, aber immerhin werde ich nicht so leicht vergiftet. Und nicht, dass ich... Hatten wir Spinnen bisher? Hi. Ja. Die Leiter ist was doof platziert hier. Ah, aber eine Hypo. Hypos sind schön. Okay, ja. Man sollte vielleicht auf der richtigen Seite Leiter hochklettern, das wäre von Vorteil. So. Ja? Aha. Ach ja, warum nicht? Blub. Ist hier irgendwas von Interesse? Nö, ist einfach nur ein Kühlwassertank oder so. Ich bestimmt noch mal was damit machen. Irgendwann, aber nicht jetzt. Ach, mein Gehalt. Das ist jetzt zwei? Hi. Faszinierend. Dich habe ich spawnen gesehen. Das ist nicht schön. Hör auf damit. Gut, wenn der Router jetzt weg ist. Kann ich ja wahrscheinlich hier hoch und da die Leiter hoch. Das ist wirklich sehr verwirrend hier. Nicht realistisch, sondern sich hier bitte zurechtfinden. Ganzen Ohren und anderem Zeug. Noch einer. Okay. Na. Weg. Ah, jetzt habe ich auch die normale Zugangskarte. Schön. Also jetzt könnte ich zum Beispiel hier raus. Wunderbar. Kann ich gleich mal da das Ding einsetzen gehen. Das macht es um einiges einfacher.
Wo war ich? Da. Ist das Spiel leise? Mir kommt es leise vor. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich habe ja nichts geändert und es gab auch kein Update, von daher dürfte sich der hoch. Das Ding pendelt jetzt hoch und runter. Okay. Was soll's. So, heilen für die 4 Punkte reicht eigentlich nicht. Was heißt reicht nicht? Lohnt sich nicht, wollte ich sagen. Okay. Sicherheitsroboter. Ja. Ich kann das EMP-Gewehr nicht ausrüsten. Und über Last schalten. Okay. Du kannst wegschießen. Das ist nicht schön. Und ich habe nicht gespeichert. Das ist ebenfalls nicht schön. Ah! Egal, dann laufen wir halt nochmal. War ja nicht viel und den Kram, den ich unaufgesammelt habe, den kann ich offscreen nochmal aufsammeln. Das ist ja kein Problem weiter. Auch wenn ich es interessant finde, dass die Tür offen bleibt, wenn man da jemanden reinschmeißt. Ich weiß, ob das beabsichtigt ist, aber es wirkt eigentlich logisch, dass so eine Tür und Sicherheitsschalter hat, dass man nicht zerquetscht wird da drin. Worte. So. Achso, ich hätte einfach die Treppe hochnehmen können. Hm. Okay, Reaktorkern, komme ich nicht rein, ne? Brauche ich noch die Karte für. Da bist du. Das mag mir nicht gefallen. Komme ich an dir vorbei? Ja, mit Schaden, aber immerhin. Aber ich möchte vielleicht doch nochmal runter. Um den Medischlüssel zu holen. Ist hier irgendwas von Interesse? Nee. Aber ich kann mich auf zwei Psione schallen. Nicht gut, aber immerhin etwas. Und Psi-Spritzen kann ich mir kaufen. Auch wenn die, glaube ich, was teuer waren, aber ja gut, viel hacken werde ich, glaube ich, auch nicht mehr. Oder doch, oder man weiß es nicht. Man wird es dann sehen. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ich hätte auch hier eine Medispritze holen können. Naja, egal. Okay. Roboter? Da, ja. So. Ja. Aber ich kann auch eigentlich direkt hier drüber runter, oder? Nee, ist zu eng. Okay, dann nicht. Dann halt den langweiligen normalen Weg. Und da raus. Und du bist weg. Alter, ich bin in einer intimen Situation mit dem Rohr stören musste, aber du warst mir weg. Und dann hier wieder rein. An dir vorbei. Brauche ich eigentlich. Können Sie Ziel lokalisieren, Xerxes? Aktivieren kannst du dann mit einer Bestätigung. Jo, das passt. Wunderschön. Dich nehme ich, dich nehme ich. Dich nehme ich. Ist die Aufwachs drauf? Habe ich gerade was gesehen. Na. Oh. Grenzschreibstein. Okay. Und Modifizierungssoftware. Und bin ich nicht. Lügner. Ich möchte nur hier durch. Hi. Okay. Ich lerne aus meinen Fehlern nicht, denn ich habe schon wieder nicht gespeichert. Ach ja. Also sagen wir dasselbe. So,
Gut, ich glaube, ich gehe jetzt einfach auf Deck B. Und hole den Rest wirklich nachher. Ei. Manchmal sollte man sich einfach an den Plan halten. So, Deck C. Ja. Karte hole ich mir dann auch nachher. Deck B. Sensoren. Du siehst gesund aus. Garten brauche ich ja, glaube ich, nicht. Ist noch nicht. Möchte ich auch gar nicht mehr hin. So. Wo sind die denn? Scheinbar nicht hier. Ist vielleicht hier irgendwo. Okay. Doch. Bin ich bei. Muss man etwas Zeit lassen. Oh. Ein perfekter Shot. Wunderbar. Aber wunderbar. Navigationsinterface. Schön. Kann man echt nicht. Okay. Wollte ich gerade sagen, es ist ein normales Fenster. Kein Unbreakable Window. Interessanter Monitor. 1:1 Bildschirmformat. Das sieht auch abgeschnitten aus. Naja, gut. Ist so klein Kram. Kann man das aus dem Weg räumen? Ja. Wunderbar. Noch Krugquartiere. Ja, mein Gott, ich hab den Platz ja, ne? Apropos Platz. Kann ich vielleicht wieder schaffen. So, Shot kann ich jetzt direkt ausrüsten? Nicht? Okay. Was brauche ich dafür nochmal? Na, 3. Okay. Das war 1. Ich höre noch mehr. Wow. Okay. Die Schwärme sind nervig. Ja, noch nicht ganz nervig, dieses verdammte Licht. Kommandokontrolle, haben wir hier irgendwas mit den Scannern? Nur normale Müllkonsolen, okay, dann nicht. Da oben vielleicht. Hi. Ah. Da habe ich mal was gehört. Wieso bist du da oben? Kann ich dich irgendwie in einem fünfigen Winkel hacken? Scheinbar. Hacken 4. Okay, und da sind Rommler. Okay, das heißt, das werde ich auf jeden Fall irgendwann hacken wollen. Aber scheinbar nicht jetzt. Hier sind Sensoren? Nein. Auch kein Sensor. Hat sich die Lage drin zwischen beruhigt. Ich will es doch mal hoffen. Was verkaufst du eigentlich? Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. 60 Planeten für nichts. Wundervolles Angebot. Und anscheinend muss man doch nochmal forschen. Die Frage, gibt mir das automatisch einen Forschungspunkt? Ja. Ja gut, ich meine, dauert Ewigkeiten, aber... Ich hab die Zeit, ja. Und endlich Energieversorgung. Wenn ich nicht noch irgendwo ein Larve. Hör doch was. Hier ist noch nicht drauf. Auch nichts. Also Wireframe-TDs. Jetzt kann Collier schlafen. Versteht man nicht. Oh, muss ich verstehen. Reaktorkern möchte ich zwar noch gar nicht, aber... Hi, Larve. Na. Also. Wirklich. Gut.
Neu zum Beispiel nach und nicht. Das sind ist nur Wasser, ne? Gut. Ah, Scanner. Gut. Das war einfach. Finden. In der Theorie zumindest. Interface. Achso, muss ich hacken. Okay, dann hacke ich. Und jetzt? Ah, muss ich mal anklicken, okay. Zugang erforderlich. Irgendwas wird da gerade abgespielt. Ich verstehe es nicht, weil es so leise ist. Moment. Zugang erforderlich. Aha. Ja, habe ich den nicht? Ich dachte eigentlich, hier müsste jetzt irgendwas passieren. An irgendeiner Stelle. Muss ich erstmal das System reparieren. Ariadne sagt auch nichts dazu anscheinend. Oder... Nö. Nichts Neues. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Sache noch richtig installiert. Ja, Ariadne spricht jetzt. Theoretisch zumindest. Praktisch auch, ich habe es getestet, weil ich hier einen neuen Run angefangen habe. Jetzt ohne Forschungspunkte zu verwenden. Wie man vielleicht gesehen hat, weil ich dachte, dass man nicht mehr forschen muss. Jetzt muss man doch noch forschen, aber egal, ich habe meinen Lab Assist, das reicht voll und ganz. So, was bist du? Computerkonsole normal. Hier irgendwas drin, eine Psy-Spritze. Sieht immer noch komisch aus. Und das ist Com. Ich würde die Scanner gerne bedienen. Zugang erforderlich. Muss ich hier irgendwas machen? Irgendwie reparieren oder so? Sehr verwirrend. Oder vielleicht auch noch irgendwas hier im Lüftungsschacht? Da ging ja noch in die andere Richtung. Oder? Nein, ging ja nicht. Hier hoch. Ach genau, hier bin ich jetzt hinterm Rumbler. Da soll ich garantiert nicht hin. Ja. Tür. Gesundheit gefährdet. Chemikalie benötigt. Ja, kommt nachher. Ja, wirklich, was soll ich machen? Gerne funktionieren nicht. Anscheinend. Hier geht's daran, das heißt zumindest Rumble und Rear könnte ich ausschalten, wenn ich wüsste, wo das Reaver Hirn ist. Wenn er denn eins hat. Hier bin ich irgendwo. Und falle erstmal runter. Wunderbar. Danke. Meine schöne Aussicht, aber. Hilft mir so nicht weiter. Möchte hier runter. Nicht so schnell, aber gut, egal. Na. Und jetzt bin ich wieder im Maschinenbereich hier hinten. Hab ich die? The Mini wants you. Hm? Sicher. Ja, tut ihr. Weil ich mir nicht gespeichert habe, fällt mir wieder auf. Ich
brauche eine Autosave-Funktion. Jetzt ist hier aber definitiv nichts zu finden, ne? Ah, du zerbrichst sogar richtig mit dem richtigen Sound. Gut. Dass ich immer noch fürchterlich nervig ist. So, du hast noch eine Cola dabei. Die nehme ich gerne. Komme ich hier irgendwo hin? Schulraum. Mit nichts drin. Ich nehme an, das ist einer von den beiden oberen. Nein, klar, muss ja. Ist ja das Deck drunter. Genau. Kann ich jetzt hier auch? Nee, nur raus. Okay. Das heißt, wir sind wieder mal wenige Meter weitergekommen. Hol ich mir vielleicht doch nochmal die Lok an, vielleicht sagt sie ja was, woran ich mich nicht mehr erinnere. Kann auch direkt mal hören, wie es klingt. Great, I have the data from the sample analyzer. The organ seems to be a liver, or it was. There is human DNA in it, but there is something else in there with its own very distinct genetic makeup. It seems to have transformed the organ into something quite different. It is a maze of nerves and synapses, almost like a primitive brain. This foreign nervous system appears to pervade the entire creature, controlling its hormones, directing its thought. It could also act like an aerial, receiving messages from who knows where. What remains cannot really be called human at all. The damage done to the host by the process is irrevocable. It is effectively dead but walking, and the organism now functions with no sense of morality or hesitation. Now that we have the data, I will reconfigure the internal scanners to ignore these hybrid creatures. You will have to initiate the scan yourself though, from the console on the B deck, in the crew area. You will need to find a crew access key to get there. Sure. Und nu? Gehängt habe ich das Auto-Tool? Nö. Oder irgendwas aus dem Fundus unten? Kräftiger Schlag bringt auch nichts, nämlich an. Zugang erforderlich. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, dann verbleiben wir erstmal dabei und ich speichere hier nochmal. Eine Stunde schon, huiuiui. Naja, also bis zum nächsten Mal und hoffentlich weiß ich bis dahin, was ich jetzt hier tun soll. Ciao.